So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance. Ich hab's letztes Mal schon gesagt. Nachdem das mit dem Lazarus-Run nicht wirklich gut funktioniert, nehmen wir uns jetzt mal jemanden, mit dem wir gut umgehen können. Zum Beispiel Kane. Und spielen auf normal. Mal einfach durch. Und theoretisch bräuchte man mit ihm auch... Naja, gut, den normalen Bossfasch hat er ja. Spielen mit ihm auf normal einfach mal durch. In der Hoffnung, dass es hinhaut. Und zwar so, dass wir es schaffen, nach jedem Boss diesen Schlüsselraum auszulösen. Das wäre mein Ziel. Ich glaube, dass man dadurch einen neuen Weg freischaltet am Ende. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ob es so ist oder nicht. Aber... Oh, ein Dice-Raum, der mit zwei Schlüsseln verschlossen ist. Okay. Auch in Ordnung. Was war das jetzt wieder? Unicorn Stump. Oh, das war das. Ich kann aber nicht schießen. Hä? Ich konnte nichts machen. Ich habe weder denen Schaden gemacht. Ich war einfach unverwundbar kurz, oder was? So ein Stück von einem Einhorn eben. Keine Ahnung. Ja, und jetzt, wenn ich natürlich auf normal spiele, ist natürlich alles einfacher. Ich habe halt auf hart die letzte Runde gespielt, weil ja die Challenge bei Lazarus ist, dass man es auf hart schaffen soll, ohne zu sterben. Ja, das macht es nicht so einfach. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas... Ich tue effektiv nichts. Ich bin einfach kurz unverwundbar dann. Na gut. Kann man vielleicht einsetzen, um irgendwie über irgendwelche Stacheln zu kommen oder so Zeug. Aber nichts für zum Kämpfen. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch nur eben ein Stumpf und nicht der richtige, das richtige Einhorn-Ding. Okay. Ich habe drei Schlüssel. Das ist schon mal voll gut. Wir müssen schauen, dass wir immer einen Schlüssel übrig haben. Super. Also ich hoffe wirklich, wir kriegen das hin mit Kane, weil Kane hat halt guten Damage und so, ne? Mit Kane kommt man ganz kurz zurecht! Wenn ich mal noch das Spiel spielen könnte, dann wäre so viel geholfen. Aber nee, ich muss halt auch noch zusätzlich schlecht sein. So. Sehr schön. Ich weiß leider nicht, was jetzt besser ist. Aha. In dem Fall bekommen wir jetzt sogar mal einen kleinen Gegner dazu. Okay, interessant. Also es, das können so verschiedene... Also das sind so, ne? So alles Mögliche ist möglich. Oder so. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, versuchen, immer mindestens einen Schlüssel. Also wir müssen mit mindestens einem Schlüssel immer zum Boss gehen. Je mehr, umso besser. Ich glaube, der zeigt mir den Geheimraum. Den nehme ich mal mit, weil das andere ist ein Fragezeichen. Das kann schief gehen, das kann gut gehen, keine Ahnung. Und wir sind schon wieder in dieser furchtbaren neuen Ebene. Jetzt kommen die einfach aus dem Wasser. Was ist... Was ist denn mit dieser... Alter. Was ist denn mit dieser Ebene? Kommen da unendlich viele aus dem Wasser eigentlich die ganze Zeit? Bis ich alle besiegt habe, oder wie ist das? Und die kommen ja immer wieder. Okay, ja, die hören auf, wenn ich die alle besiegt habe. Oh Gott, ey. Ist das schlimm, ne? So, dann werden wir den Shop in Ruhe lassen, weil ich brauche meine Schlüssel. Das ist wieder der schießt, wenn ich auf ihn drauf schieße. Jo.
So, wie heißt diese Ebene, die ich nicht mag? Downpour. Alter, hört halt auf, euch zu drehen, dann schießt ihr auch nicht. Wie wär's damit? Okay. Da gibt's eine Bomb. Noch eine Bomb. Ach, okay, er zeigt mir nur den Raum. Ich könnte mich in den Shop reinsprengen. Und zumindest mal gucken, ob da irgendwas Nützliches rumfliegt. Die Broken Stopwatch ist, glaube ich, nicht so geil, ne? Die kann auch Gegner, die kann auch die Räume verschnellen. Das ist nicht so cool. Nee. Nee, einen Schlüssel hätte ich gekauft natürlich, aber so kaufen wir nichts. So kaufen wir nichts. Ich muss dahin kommen. So, das war's auch schon. Puh. Ah, lilane Feuer werden zu blauen Feuern. Okay, war das schon immer so? Ah, da, apropos. Kann ich das so sprengen, dass ich beide mitnehme? Nein, aber ich habe zumindest den erwischt. Andere Feuer, wenn ich das noch hätte sprengen können, wäre auch cool gewesen, aber habe ich nicht geschafft. Egal, Bossraum incoming. Oh, ich hätte, siehst du, für genau sowas hätte ich eigentlich jetzt meinen Stomp nutzen können, ne? Weil da bin ich unverwundbar, kann hinlaufen zum Schalter und gehe kein Risiko ein. Aber nee, ich bin ja wieder blöd und denk nicht dran. Genau für sowas wäre der optimal gewesen. Alter, wie ich diese Viecher einfach nicht mehr vernünftig treffe, ne? Mach dich weg jetzt. Extended Stat Effect. Was war jetzt der Paperclip? Ach, Moment, es war mit den Schlüsseln, ne? War das nicht so, dass es sein kann, dass man einen Schlüssel nicht verliert, wenn man durch eine Tür geht? Den behalten wir sowas von. Stimmt ja, der Paperclip ist ja für meine Schlüsselgeschichte ideal. Wenn ich richtig liege, was der tut. Alter, Alter, dieser Typ spawnt so viele von den Kleinen. Ich hasse den jetzt schon. Ich komme ja gar nicht an den ran. Wieso? Wie soll man denn solche Gegner besiegen? Alter. Ich sehe die halt nicht. Wird nichts. Also diese Ebene ist furchtbar. Da hatten wir hatten da vorhin schon diesen Feuerboss, diesen neuen. Jetzt haben wir, Alter. Jetzt haben wir noch den Kollegen hier. Ja, hüpf lieber, anstatt die Dinger zu spawnen. Hüpf lieber, anstatt die Dinger zu spawnen, habe ich gesagt. Gottes Willen. Okay, da ist noch so ein kleines Ding. Nee, nicht nur eins. Der ist nochmal in mehreren so aufgesprungen. Junge. So, wait a moment. Diesmal ist keine von den Türen da. Damit ist meine Theorie jetzt schon Müll. Moment mal.
Hatten wir... Hat der Anfang nicht auch immer zwei Ebenen, bevor man in die nächste kommt? Wir sind doch jetzt von, keine Ahnung, Keller 1 direkt in... Oder waren wir in der XL-Ebene? Ne, wir waren in keiner XL-Ebene. Wieso kamen wir eigentlich direkt hier runter? Gott, die typische wieder. Kann ich? Okay. Ich muss was testen. Ich hoffe... Oh nein! Ich will... Ich hoffe, ich schaff's, dass der Typ den blauen Stein nimmt und wirft. Hier, komm, geh mal hier runter. Nimm mal den blauen Stein. Nein, den blauen Stein. Wirf den mal. Nein, den anderen. Den da hier. Du! Blöder Hund. Nimm den mal und wirf den mal. Und zeig mir, ob du dann... Ey! Ist es jetzt... Ist es jetzt Zufall gewesen, dass er einfach geht? Oder geht der, wenn er den blauen Stein bekommt? So nach dem Motto, die kriegst du nicht. Das war ja frech. Oder geht der halt nach ein paar Würfen? So, war das jetzt Zufall, dass es gerade beim blauen Stein war? Oder geht der wirklich, wenn er den blauen Stein findet? Wie auch immer, das war frech. Okay. Hier ist sonst nichts, ne? Also, hier kriege ich Herzen. Wenn ich mal welche brauche, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, nicht schon wieder die um mich rum sind. Ich werde die auch nicht los und die schießen überall und... Alter! Das überfordert mich komplett, diese Stelle, wenn die kommen. Ich hasse diese Leuchtteile. Gott! Das überfordert mich komplett, wenn die kommen. So. Ja, wow. Das nehmen wir wohl mal mit, würde ich sagen. Ich weiß leider nicht mehr, was es tut. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Wir nehmen es mit. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass es gut ist, aber keine Ahnung, was es tut. Alter! Ich hoffe jetzt mal, dass es passiv genug ist, sodass ich von selbst bemerke, was es tut. Ich habe es halt vergessen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch ein Item, was man im Engelraum bekommen kann. Aber fragt mich nicht, was genau es jetzt macht. Ist alles viel zu lange her. Toll. Ach so, da ist zu. Ah, hier ist nochmal ein Geheimraum. Hä? Hab ich schlecht gesprengt oder? Hä? Was mache ich eigentlich alles falsch? Insane. Justice. Stimmt, das haben wir vorhin gar nicht eingesetzt in dem One, was auch immer, wann auch immer ich den hatte. Oh, warte, ich könnte in den Dingsbrich reinsprengen. Oder hat er dann auch Stacheln gehabt? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich lasse es lieber. Nicht, dass der dann auch Stacheln hat.
Ach so, nee, wir können ja auf jeden Fall in den Stachelraum reingehen. Auch ohne zu sprengen. Wir haben ja genug Geld hier Geld. Genug. Oh, die sind am. Die sind wieder im Boden, die Dinger. Gottes Willen. Ich wollte sagen. Wir haben ja genug Kerzen hier rumfliegen in der Ebene. Dann kann ich auch wieder in den Stachelraum mal reingucken. Das war jetzt aber echt kritisch. Das war jetzt aber echt kritisch. Wait, da sind noch welche. Wo sind die? Gott, ich hasse euch. Unglaublich. So. Deswegen konnten wir in den Stachelraum reingehen. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich da fast verrecke im Stachelraum. Das war nicht der Plan. Das war auch nicht der Hintergedanke. Aber gut. Sollen wir Justice gleich mal einsetzen und eventuell kommt ja der Bettler und wir haben 15 Münzen und könnten uns dann vielleicht schon was holen? Oder warten wir? Ne, wir warten damit. Ich meine, Hermit muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das ist okay. Rainmaker, der ist auch neu. Und wir starten schon mit diesen scheiß Feuerdingern um mich rum. Da könnte ich wieder zur Sau werden. Danke, dass die weg sind. Okay. Jo, was? Alter. Jo. Wie viel? Der fühlt sich an wie ein Endboss einfach. So von den Mustern, die er drauf hat. Junge. Nicht wie so ein Ebenenboss. Was hat dieses Downpour für krasse Bosse, Alter? Weg mit dir. Bruder. Und guck mal, hier ist jetzt stattdessen ist jetzt sowas zum Sprengen aufgetaucht. Oh, nochmal. Hä? Jetzt ist es kein Gully, jetzt ist es so eine Klappe. Irgendein wichtiger Stein hierbei? Nee, aber wir gehen hier durch auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht. Lande ich in dem Downpour, wenn ich durch den Gully gehe? Weil jetzt bin ich in den Minen gelandet. Und das sieht ja auch wie Minen. Ah. Dann ist das wahrscheinlich wirklich so eine Art neuer Weg. Aber den muss man auch dann gehen. Wenn man die Möglichkeit bekommt. Weil man dadurch in die neuen Ebenen kommt. Kann das sein? Weiß es nicht. Vielleicht labere ich auch Scheiße. Aber auf jeden Fall kriegen wir jetzt wieder ganz viel neues Zeug zu sehen, weil jetzt hier ganz viele neue Gegner kommen, weil es ja auch eine neue Ebene ist. Die Ebene kennen wir noch gar nicht. Okay. Ah, das war knapp. So, ist jetzt noch einer da? Ja, da oben ist noch einer. Ne, zwei. Der ist auch noch da. Jetzt haben wir ihn. Oi, oi, oi. Das war wild. Okay, was ist da oben drin? Nee.
Okay, hier kann ich sprengen. Aber da meine Bomben gerade sich dem Ende schon wieder neigen, würde ich das jetzt mal lassen für den Fall, dass wir nämlich nochmal nach dem Boss Bomben brauchen sollten, ne? Und nicht nur einen Schlüssel. Das wusste ich ja gar nicht, dass es auch Bomben sein können. Das war jetzt neu. Okay, die tun sicherlich weh, aber den goldenen Schlüssel, holy shit, den müssen wir sowas von mitnehmen. Sehr nice. Okay. Kann ich die abschießen? Okay, jetzt weiß ich halt nicht, tun die... Ich müsste es halt einmal testen. Können die Wägen mir noch was tun, wenn da Feuer nicht mehr drauf ist? Nein. Okay, das ist gut, weil das muss ich testen. Ich werde bestimmt noch mit solchen Wägen konfrontiert in dieser Ebene. Okay. Magma-Viecher. Der wartet dann in einen Magma-Rock demnächst. Okay. Was da jetzt am Boden rumliegt, ist sicherlich nichts zum Drauflaufen. Ja. Das kühlt wahrscheinlich auch nicht aus. Und auf dem Boot, da darf man bestimmt auch nicht drauflaufen. Also lassen wir das schön sein. Okay, hier ist der nächste Geheimraum. Wow! Nein! Der wird immer schneller, je mehr man ihn trifft. Lass mich in Ruhe. Uiuiui, so, hier. Nee. Das sprengen wir einfach mal alles schön weg. Das hat sehr viel gebracht. Sehr gut. Okay, ich könnte... Nein, natürlich kann ich in den Shop. Bin ja dumm. Bin ja dumm. Natürlich kann ich in den Shop. Nein! Den wollte ich nicht. Ich wollte aber das auf jeden Fall kaufen, weil das kenne ich nicht. Card Reading, A Link to Your Future. Ah ja. Keine Ahnung, was es tut. Irgendwas Cooles wird es schon machen. Ich wollte eigentlich das blaue Herz natürlich noch kaufen. Aber ich bin in den Schlüssel reingelaufen. Naja. Kriegen wir nochmal 5 Münzen zusammen für ein blaues Herz? Ah, immerhin 2. Ist ja ein Anfang. So, wo geht's jetzt überhaupt weiter? Da unten. Aha. Da ist mein eigentlicher Itemraum. Okay, irgendwas ist gerade passiert und explodiert und dann ist alles kaputt gewesen. Ach so, mein blaues, mein schwarzes Herz hat sich verabschiedet. Ich glaube, das war's. Keine Ahnung. Hab nicht richtig hingeguckt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. So. Okay, das Roboterbaby. Oder ein unbekanntes Item. Wir nehmen das unbekannte Item. Tech 5. Das ist schon mal besser als das Roboterbaby. Okay, was ist das da oben? Eine rote Bombe? Oh! Okay! Das heißt, die nimmt man auf und dann wirft man die. Und kriegt die immer wieder. Das ist so, also wie so eine Donnerblume eigentlich. Wie so eine Donnerblume in Zelda. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Okay. Fühl ich. Das ist nicht cool. Der macht bestimmt... Der wird bestimmt gleich zu so einem komischen Stein, wenn ich den kaputt gemacht habe. Okay, wird er nicht. Aber der sah ungemütlich aus. Okay, schlüsseltechnisch sind wir echt gut dabei. Vor allem in der Ebene verlieren wir keine Schlüssel. Also sollten jetzt wieder nach dem Boss so ein Schlüsselding kommen. Sind wir ganz gut im Rennen. Oh nee, 2 von denen. Okay. Oh, ich kriege hier einfach Bomben.
Muss ich die vielleicht sogar nutzen für die Kollegen? Weil ich die sonst gar... Weil ich sonst gar keinen... Ja! Das ist... Okay, das ist auch krass. Man muss jetzt mit den Bomben die erst... praktisch anschwächen und dann kann man die erst kaputt machen. Okay, das ist krass. Oha, jetzt muss ich die nächsten sprengen. Yo, das... Das ist ein cooler Boss. Das ist wirklich ein cooler Boss. Deswegen hatten wir ja auch überall diese Bombendinger, okay. So, jetzt muss ich mich genau umgucken. Da ist... Irgendwo ist mein Satanraum aufgetaucht. Den habe ich doch gehört. Da ist mein Satanraum aufgetaucht. Aber andere Räume gibt es nicht. Es gibt hier nur den normalen Weg raus, ne? Wahrscheinlich, weil es die erste Ebene ist. Weil es der erste Teil dieser Ebene ist. Ist ja Mainz 1. Mainz 1. Hier nichts für mich. Aber, ja, genau. Ich wollte schon sagen, ich muss erstmal kämpfen, dass ich wieder rauskomme hier. Oh, ich kriege aber dafür eine Karte. Nein. Nö. Wir bleiben bei Justice und setzen es vielleicht irgendwann auch mal noch ein. Was passiert, wenn ich eine Bombe mitnehme? Kann ich nicht, okay. Das hätte mir jetzt fast das Herz wieder gekostet. Okay. Dann gehe ich davon aus... Was ist das? Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich davon aus... Ich mache mal kurz Pause. Dann gehe ich davon aus, dass man immer am Ende einer Ebene... Also, wenn es zwei sind, auch am Ende dieser Ebene, dass man da so einen Alternativweg bekommt. Und den muss man gehen. Das wäre einmal, waren das jetzt die Schlüssel, um in diesen... um in diesen Gulli-Raum zu kommen. Und es waren einmal jetzt die... Na, sag schnell. Die Bomben, um in den Minenraum zu kommen. Vielleicht gibt es ja auch noch was mit Herzen oder so. Aber was ist denn das jetzt? Ist das einfach so Portal-technisch? Ich gehe hier rein und komme drüben raus? Latscher wollte ich jetzt eigentlich nicht werden. Leute, ich komme direkt in den Bossraum. Ich komme hier, ich habe gar keine andere Möglichkeit, als in den Bossraum zu gehen. Gut, ich könnte mich raussprengen. Ich spreng mich auch raus. Ich gehe jetzt nicht direkt in den Bossraum. Alles, was recht ist. Ich gehe jetzt nicht direkt in den Bossraum. Also, sorry, aber... Nee. Yo! Das ist auch wieder crazy. Crazy shit is going on hier. Wo ist... Hä, wo ist der Stadtraum, wo wir waren? Achso, da unten. Nee. Ah, das ist gar nicht der Boss. Ups. Das ist gar nicht der Boss, da hätte ich reingehen können. Das ist nur so ein Mini-Boss. Habe ich nicht realisiert. Ich dachte, es ist der Bossraum, lul. Aber wo ist jetzt mein Stadtraum, wo ich drin war? Ach scheiße, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Oh nein, jetzt weiß ich nicht mehr, was das macht. Hasse alles. Was macht Dagas? Dagas. Ja, leider weiß ich es nicht. Scheiße. Jetzt hat es irgendwas gemacht und ich hätte es wahrscheinlich woanders einsetzen müssen. Ach Mann, ich weiß nicht mal die normalen Sachen mehr. Ja, aber wo ist mein Startraum? Also, hat es jetzt durch das Portal eine andere Ebene erschaffen oder was ist passiert? Ich dachte erst, es... Oh mein Gott. Ich dachte erst, es teleportiert mich nur, aber es hat ja eine völlig andere Ebene erschaffen. Ich wollte gerade sagen, nice, ein goldener Schlüssel, aber der hat nur geglüht. Wäre lustig, wenn er glüht und dann darfst du den nicht einsammeln, weil er dann noch heiß ist. Also, es wäre nicht lustig, aber... Store Credit, yes. Klingt nice nach irgendwas, was man beim Shop machen kann. Ich öffne jetzt mal kurz hier mit dem Shop. In der Hoffnung, dass ich den Schlüssel... den Shop. War gar nicht der Shop, das war der Itemraum. Okay, HP abnehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn es mich langsamer macht, glaube ich. Okay, hier ist gar kein Shop in der Nähe. Nee, okay, passt schon.
Ich meine, wir müssen immer noch bedenken, wir spielen auf normal, ne? Es ist natürlich leichter. Okay, was tun die? Außer schießen? Sie schießen halt. Wenn ich den jetzt hier drüben noch weg habe, dann macht es das Ausweichen deutlich leichter. Ah, der Laser geht nicht durch die Steine, ups. Aber trotzdem kann ich jetzt von hier hinten schießen, ohne gestört zu werden. Das ist ganz gut. Ich bin echt gespannt, wenn ich jetzt den Boss hier lege, ob es dann wieder einen neuen Weg gibt, weil das wäre ja meine Theorie. Okay, man schafft die Ebene, also man schafft den Raum, obwohl noch gar nicht alle besiegt sind. Das ist auch interessant. Nee, Latscher nicht mehr, danke. Bin large genug. Okay, 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 okay. Okay. Noch ein Schlüssel. Da ist mein Shop. Wir werden mal reingehen. Aua. Aus zwei Gründen. War, weil ich testen möchte, was dieses Trinket macht. Gut, es ist nur ein Grund, aber ist egal. Kann ich da einfach zurücklaufen oder war da irgendwas Gefährliches auf dem Weg? Nee, da war nichts Gefährliches. Sehr gut. So, kriege ich jetzt Store Credit oder was? Yo! Ach so, man kann dann eine Sache kaufen. Ah, das ist okay. Okay, das ist ein was gratis kaufen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das rosane Ding genommen, was immer es ist. Hätte ich das gewusst, okay, gut. Okay. Store Credit. Nices Trinket. Merken. Egal ob neu oder nicht. Für mich war es gerade neu. Kann sein, dass es da schon gab, aber ist ja egal. Oh Gott. Alles klar. Ich muss jetzt einmal testen. Ich werde es nicht testen. Ich werde es irgendwann automatisch rausfinden, ob das weh tut, hier drauf zu laufen, oder ob das ein Loch ist, wo man nicht reinfallen kann, sozusagen. Ich werde es aber automatisch mit Sicherheit bald rausfinden. Von daher passt schon. Hast du es dann jetzt mit deinem Scheiß? Danke. Oha. Two of Spades. Ja, machen wir. 22 Schlüssel. Also Schlüssel dürften kein Problem sein. Braucht man mal auch genug. Je nachdem, was jetzt für ein Weg kommt. Und vielleicht kommen auch Münzen noch als Weg. Das könnte auch sein. Einmal Schlüssel, einmal Bomben, einmal Münzen und Herzen könnte es auch noch geben. Wir werden sehen, was kommt. Erstmal ein Gegner natürlich. Great Gideon. Du bist neu. Okay, wir machen erstmal die hier unten weg. In der Hoffnung, dass er bis dahin nicht da oben komplett ausrastet. Was ich sagte. Okay, der spawnt die ganze Zeit scheiße. Kann ich den überhaupt angreifen oder muss ich einfach seine Phasen überstehen? Ich sehe bisher nicht, wie ich den besiegen. Ach ja, Phasen da unten, 3 von 6. Ich muss Phasen überstehen. Okay, alles klar, verstanden. Das ist auch eine neue Art von Boss. Hört auf, Steine zu werfen. Jo! Jetzt zieht er mich an. Zieht er irgendwas ein? Was kommt jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Will ich da langsam hoch? Hallo, 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 hallo. Ach, da oben sind noch Gegner. Scheiße, habe ich nicht gewusst. Lassen Sie den Mist bitte. Wohin gehen die jetzt, die Dinger? Hilfe! Juhu!
Okay, die tauchen nur auf dem Feuer auf. So, 5 von 6. Alter, das sind Bosse. Nein! Das sind Bosse, die fühlen sich an wie komplett neu, ne? Also wie richtige Finalbosse, so, obwohl es nur so ein Zwischenboss ist. Okay, hier ist tatsächlich jetzt eine neue Dings. Was brauche ich dafür? Wir werden es gleich sehen. Tier ist ab, auf jeden Fall erstmal schön. Liegen irgendwo Herzen rum? Ja, da drüben liegen Herzen rum. Was ist das? Was braucht man hierfür? Ich kann es nicht erkennen. Aber das ist dann wirklich... Das ist dann wirklich eine Sache, die jetzt praktisch... ja, die sich schon... Oh, ich sehe da was. Die sich schon fortsetzt, ne? Du musst erst Schlüssel opfern, dann musst du Bomben opfern. Ich weiß, ich hätte Schlüssel hergeben können. Aber ich weiß nicht, wofür ich sie nicht noch brauchen könnte. Und dann musst du... Ich lasse mal die Münzen, vielleicht brauche ich die dafür. Ich habe es jetzt halt nicht sehen können, was man dafür braucht. Das war einfach so eine schwarze Tür. Ich hoffe, ich habe das, was man dafür braucht. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Hier unten lang. Wir werden es gleich sehen, ob ich dafür alles habe, was ich brauche. Bin ich echt den ganzen Weg zurückgelaufen, nur für das Herz, aber ich meine, es ist ein Herz. Haben oder nicht haben, ne? So. Auf jeden Fall lernen wir in dem One schon mal deutlich mehr als in den Lazarus-Runs, weil es halt auch auf normal ist und das ist, glaube ich, schon schlauer. Okay, was tut es jetzt hier unten? Was muss ich tun? Was brauche ich dafür? Herzen, ich hab's gewusst. Okay. Also, haben wir jetzt festgestellt, jetzt hatten wir Schlüssel, wir hatten Bomben, wir hatten Herzen. Theoretisch wären jetzt noch Münzen übrig. Und dann könnte es einen neuen Weg geben. Ist meine Vermutung. Keine Ahnung, ob sie sich bewahrheiten wird. Dann ist das jetzt auch eine neue Ebene wieder. Das ist jetzt auch was, was wir noch nicht kennen. Mausoleum 1 und wieder zwei Portale, die mir die Map verändern können. Diesmal gehe ich da nicht rein. Ich weiß ja nicht, was sie tun. Ne, ich weiß ja nicht, ob es besser oder schlechter wird, wenn ich da reingehe. Also lassen wir das mal. Okay. Okay. Ist in Ordnung. Die ziehen jetzt die so, die ziehen sich so, die ziehen die Dinger so an. Okay. Ah, die Portale verschwinden auch, wenn man sie beim ersten Mal nicht nutzt. Auch interessant zu wissen, okay. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne versuchen, Münzen zu behalten, falls man am Ende Münzen braucht. Es würde halt Sinn ergeben. Problem ist, wir werden vielleicht noch vorher sterben, bevor wir es rausfinden. Weil trotz, dass wir normal spielen, sind die Ebenen schon schlimm genug. Scheiße. Und dann weiß ich jetzt aber auch, mit Lazarus diesen Weg gehen ist kompletter Blödsinn. Ne? Mit Lazarus muss man es ja nur schaffen. Dann gehen wir mit Lazarus den normalen Weg weiter. Nicht den speziellen Weg. Das war ein großer Fehler, mit Lazarus immer in Downpour zu gehen, zum Beispiel. Aber das heißt, der neue Weg ist am Anfang Schlüssel. Dann landet man in Downpour. Dort braucht man Bomben. Dann landet man in den Mines. Dann braucht man Herzen. Und dann landet man im Mausoleum. Und dann vielleicht Münzen. Und dann kommt vielleicht eine neue Finalebene. Ich könnte mir sowas in der Art denken. Es würde Sinn ergeben. Wissen tun wir es noch nicht. Wissen tun wir es noch nicht. Aber es deutet sich ab. Ich weiß nicht, was ich rede. Es deutet sich an. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Portale machen. Ich hatte jetzt bisher den Eindruck, die verändern einfach die Map. Aber es kann auch sein, dass ich mich da irre. Und... Ah, nee! Nee, ich irre mich.
Dadurch, dass die Portale ja verschwunden sind, habe ich gedacht, der Startraum ist nicht der Startraum. Nein, okay, man kommt einfach durch das Portal irgendwo hin in der Map. Dann hätte ich es nutzen sollen. Okay. Ja, an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Die neuen Bosse sind auch heavy. Aber wenn ich jetzt wiederum so zurückdenke, dass das die Bosse auf dem neuen Weg sind und die vielleicht auf dem Standardweg mir nicht begegnen, wie jetzt dieser Phasenboss, dann könnte es sein, dass es einfach zum neuen Weg dazugehört und entsprechend eben besonders schwierig ist. Würde Sinn ergeben. Ich bin gespannt, wann wir mal diesen Weg vervollständigen werden. Vielleicht im nächsten Part. Ich werde es nochmal probieren. Frage ist, ob nochmal mit Kane oder jemand anderem. Ich könnte nochmal Azazel nehmen. Azazel wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Mit Brimstone dadurch, durch die ganzen neuen Dinger. Irgendein Charakter, der halt ziemlich einfach ist. Ich meine, Kane ist eigentlich auch schon ziemlich einfach. Ha, na, wir werden sehen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Und tschüss.